Wie viel Umsatz musst du als Freiberufler mindestens machen, damit du nach Abzug der Steuern am Jahresende nicht schlechter dran bist als mit Hartz IV bzw. mit der Grundsicherung? Wie viele Tage musst du freiberuflich jeden Monat und jedes Jahr mindestens arbeiten, damit du in Berlin, in München, in Stuttgart, Hamburg oder Frankfurt ein einigermaßen gutes Leben führen kannst? Ja, weil diese Fragen gerade aktueller denn je sind, habe ich dir hier den passenden Ausschnitt aus meinem Vortrag "Lasst uns auch mal über Geld reden" rausgesucht, den ich vor ein paar Jahren an der HFF München, der Hochschule für Fernsehen und Film, zum Thema Solo selbstständig ist gleich Hartz IV gehalten habe. Schauen wir kurz rein. Den ersten Teil zum Vortrag findest du übrigens hier. Rechnen wir das mal um. Was heißt denn diese Summe? Wie viel muss ich denn dafür arbeiten, damit ich das kriege? Hier unten ist der Vergleichswert. Singlewert, Familienwert. Der Single-Haushalt müsste bei einem 300-Euro-Tagessatz, wir reden jetzt mal von hier 300 Euro, das ist so ein übliches Marktniveau, das hat sich ein bisschen eingependelt, entbehrt sich jeglicher kalkulatorischen Grundlage, aber es ist halt da, kann man jetzt nichts mehr machen, der Sender zahlt nicht mehr, es wird eher noch gedrückt, manche können froh sein, wenn sie 300 Euro bekommen, egal. Also, bei 300 Euro brauche ich für diese Summe unten links ein Range zwischen 155 bis 186 Arbeitstage im Jahr, die ich zu 300 Euro verkaufen muss. Das könnt ihr wieder selber nachrechnen. Wie viele Tage habt ihr im letzten Jahr gearbeitet? Wie viel habt ihr verdient? Wie viel habt ihr im vorigen Jahr verdient? Habt ihr ein Jahr gehabt, was gut lief? Wo ihr mehr als 186 Tage geschafft habt? Oder weniger? Wohlgemerkt, Singles rechnen das. Familien rechnen das. Okay, also sage ich jetzt mal so, 342 Tage, das ist noch zu schaffen, das Jahr hat 365 Tage, das ist total cool, weil es bleiben gerade noch mal so 23 Tage übrig für Urlaub. Kann auch Doppelschichten fahren. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, also hey, Nebenjob, komm, aber ich meine, ich bin ja schon Chef, ich habe ja schon einen Nebenjob, ich habe ja meinen Normaljob und meinen Chefjob, ich mache ja schon zwei Jobs, also von dem her, dann brauche ich drei, richtig, ich brauche drei. Ein Alleinverdiener, der eine Familie, ja genau, und das ist nämlich das Problem, weil nämlich, es reicht nicht, er schafft das gar nicht mit 300 Euro, deswegen muss er seine Frau zum Arbeiten schicken oder andersrum, die Frau schickt den Mann zum Arbeiten, das ist aber dann wieder schwierig, weil man kann das machen, aber dann steigen natürlich die Kinderbetreuungskosten unter Umständen, das heißt, da unten erhöhen sich auch die Zahlenwerte wiederum, weil wir, was, es rechnet sich nicht, ja, warum nicht, sind sehr teuer, oder? Okay, das heißt, die Frau muss deutlich mehr verdienen als er. Das führt wieder zu privaten Spannungen, das ist auch wieder schwierig, wenn der Beruf... Aber wollen wir jetzt Geschlechter trennen? Ja, das ist... Ich möchte jetzt hier nicht als Frauenfeind oder Männerfeind stehen. Es ist einfach wertefrei. Das sind Zahlen, die stehen an der Wand und die kann jeder nachrechnen. Klingt hart, oder? Aber je nachdem, in welcher Branche du arbeitest, kennst du diese Sätze vielleicht nur zu gut. Ja? Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Teil aus meinem Vortrag die Augen öffnen. Und lass mir bitte ein Like da, wenn dir das Video gefällt. Und wenn du jetzt noch spezielle Fragen zu deiner aktuellen Situation als Selbstständiger, Solo-Selbstständiger, Freelancer, Freiberufler hast, die du gerne mir direkt vertraulich stellen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne machen. Ja? Schick mir über den Link unter diesem Video gerne eine Terminanfrage und dann sprechen wir eine Stunde ausführlich über alle deine Fragen zu deiner Selbstständigkeit, zu deiner aktuellen Situation, die dir momentan auf dem Herzen brennen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich, wie schon vielen Kollegen, auch dir dabei weiterhelfen kann und dich auf eine krisenfeste Selbstständigkeit vorbereiten und dich dorthin führen kann, von der du auch in Zukunft gut leben und dir auch deine Träume erfüllen kannst. Schau dir jetzt bitte unbedingt noch den dritten Teil dieses Vortrags an. Den Link dazu findest du wie immer hier oben.